Hey ihr lieben Katzenfreunde da draußen auf der Welt, ich bin's wieder, eure Saleya, und ich freue mich, dass ihr hier einschaltet zu meinem letzten Pusheen Unboxing Video. Ich hatte euch ja schon in der vergangenen Zeit drei andere Boxen vorgestellt, das war die Sommerbox, die Herbstbox und die Winterbox. Und dieses Mal handelt es sich um die Frühlingsbox, sprich das ganze Jahr ist nun komplett. Da, ba, 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 ba. Okay, ich habe mir jetzt die Karte nicht angeguckt, weil hinten stehen nämlich die ganzen Sachen drauf, die da drin sind. Aber diese Karte ist jetzt schon genial, weil für die Leute, die es noch nicht wissen, ich bin schwanger und werde auch nicht mehr allzu lange arbeiten, weil ich bald in den Mutterschutz gehe. Und deswegen passt diese Out-of-Office-Karte natürlich sehr gut. Vielleicht ist ja auch irgendwas für mein Kind dabei. Aber wir fangen jetzt mal an. Ich bin gespannt, was in dieser Box drin ist. Ja, es könnte durchaus sein, dass mein Kind sowas demnächst tragen wird. Es ist eine, wie nennt man das? Eine Babybauchtasche? Eine Bauchtasche. Unglaublich, der Pusheen fährt Inliner. Das finde ich auch mega cool, weil ich liebe Inliner fahren. Und einmal war ja mal Surfen drin, das fand ich auch schon mega cool. Und das ist jetzt die Inliner-Pusheen. Könnte ja darauf hinauslaufen, dass es auch das Thema wieder der Box ist. Die haben ja immer Themen. Also wahrscheinlich irgendwas Sportliches. Ne? Aber da passt schon ein normales Geldbeutelchen rein. Ich denke mal, bei der nächsten Inliner-Tour ist diese Tasche definitiv dabei. Ich habe es jetzt durch die Kamera gesehen, weil ich sehe mich ja durch die Kamera. Aber es ist ein Plüschi. Pusheen in der Hoodie. Ah! Also ihr seht, es ist Pusheen in einem Plüschpulli und auch sehr sportlich angehaucht. Ja, der wird wieder in meine Sammlung natürlich mit reingenommen und muss natürlich irgendwo noch gleich einen Platz finden. Weiter geht's. Es fühlt sich jedenfalls handtüchig an. Ob das ein Handtuch ist, habe ich keine Ahnung. Ja! Nein! Es ist wirklich eine sportliche Pusheen-Box, denn das Thema kann sich jetzt mir schon erübrigen. Yoga Towel Mat. Sprich, es ist eine Yoga-Matte. Ja, auch das ist echt süß, ne? Also es ist riesig mit ganz vielen Pusheen drauf und ihr seht, das eine Pusheen spielt Badminton, was ich total liebe. Dann gibt es einen Pusheen mit Kopfhörern, ich liebe Musik. Pusheen mit Sonnenbrille, ja. Mhm. Und natürlich Pusheen mit Inliner, da ganz unten. Aber diesmal ohne Cappy. Mega hübsch aufgezeichnet, also es ist echt eine gute Qualität. Ja, ich bin gespannt, bald wieder Sport zu machen. Danke Pusheen, dass du mich daran erinnerst. Vielleicht könnt ihr es schon erkennen, es ist ein Kalender. Ein Wooden Kalender. Sprich, das sind Holzklötze und die kann man dann immer so drehen, dass es die Zahl ergibt, wo wir gerade stehen. Das ist voll süß! Oh. Ja, da seht ihr auch nochmal genau einmal den Monat und den Tag. Das Jahr gibt es natürlich nicht, das ist ja oft nicht so, aber das ist wirklich aus Holz. Der 10. Mai, meine Damen und Herren! Und wir sind schon total up to date. Woo! Und da es ja draußen gerade regnet, kann ich das ja natürlich gleich anziehen. Ich meine, allein sowas kostet ja schon unglaublich viel Geld im Laden. Und wenn man sich bedenkt, dass man jetzt 50 Euro für die Box gekauft hat und Gott, das ist so niedlich. Guck mal, die Farbe steht mir gut, oder? Out of Office! Hui! Sowas noch nie besessen. Und ich danke euch, Pusheen, dass ihr das möglich gemacht habt. Mein erster Regenpulli. Das finde ich toll. So, dann geht es dann direkt weiter. Da guckt schon irgendwas raus. Ich guck mal, was das hier sein könnte. Und wie immer, Socken! Nur durch wirklich genaues Hinsehen erkennt man hier Pusheen. Also kann man wahrscheinlich sehr, sehr gut zum Sport verwenden. Und ich finde die wirklich hübsch. Die Farbe ist natürlich sehr weiblich. Sportsocken finde ich immer gut. Da kann man nie was falsch machen. Aber jetzt bin ich gespannt, was das nächste ist.
Ihr seht es vielleicht schon. Jump Rope. Pushin möchte ernsthaft, dass ich Sport mache. Danke. Doch, es ist schon, oh Gott, das ist so niedlich. Wie kommt man auf solche Ideen? Das ist, ich werde die Pushin-Box jetzt schon vermissen. Also das Band ist wirklich sehr lang. Also ich denke mal, die haben das wirklich auch für größere Leute, ja, produziert. Und die Griffe sind wirklich total niedlich. Da ist Pushin zu sehen. So, und ich glaube, jetzt bin ich schon... Nee, noch nicht. Es sind noch zwei Sachen da drin. Ich nehme mal erstmal das Kleine. Ah, das gab es gestern im Spoiler bei Pushin. Und ich hasse es dafür, dass die das immer tun. Aber die Pushin, also es gibt ja so eine Instagram-Seite, die haben was geteilt. Und das war so ein Schlüsselhalter. Pushin auf einer Wolke. Man kann den Schlüssel einfach dran machen. Es ist ein Magnetsystem, was ich echt cool finde, also ohne Haken. Pushin verbreitet sich immer mehr. Der Flur hat noch gefehlt. Danke, Pushin. So, und ich glaube, jetzt sind wir auch beim letzten angekommen. Es ist nämlich wahrscheinlich wieder die Vinylfigur, die es ja in jeder Box gibt. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es eine Inliner-Pushin ist. Ja! Und es ist eine Inliner-Pushin! Cool, jetzt habe ich eine Surf-Pushin und eine Inliner-Pushin. Pushin. Oh Gott, ist sie süß. The Roller Skating Pushin steht hier hinten drauf. Wow. Da habe ich schon echt wieder Bock, Roller Skate zu fahren. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, eine von diesen Boxen zu kaufen. Es lohnt sich immer. Es gibt immer schöne Sachen drin. Für jedermann passt irgendwas. Also ich werde euch weiterhin mit Überraschungsboxen behelfen, weil ich sowas einfach mega schön finde. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag und genießt die Zeit und macht viel Sport. Bis zum nächsten Mal!